Sobald du das Tor öffnest, sind wir an deiner Seite. Danke, dass du das tust, Ayla. Ich hoffe, wir finden können Antworten. Reden, such lieber. Irgendwer muss doch was gesehen haben. Hier ist nichts. Muss ein Tier gewesen sein. Es ist immer gut nachzusehen. Hat noch jemand was gesehen? Lasst uns vorsichtig sein. Ruft, wenn ihr irgendwas seht. Guter Moment, um Talana und Amadis reinzulassen. Ein weiterer Tag bei der Rebellion. Einer erledigt. Wenn ich das Haupttor öffnen kann, können Talana und Amadis mir helfen, den Rest zu beseitigen. Fremde. Ich wette, ich bin schneller als du. Das Gebiet euch suchen. Finden wir sie. Jetzt. Sicher, dass es hier ist? Ich fange hier an. Sucht ihr auch richtig? Mir entkommt keiner. Feuer! Wir haben Rauchbomben. Kann doch nicht weg sein.
Gebt nicht auf. Dieser Treffer gehört mir. Hey, bist du bereit für mich? Wir dachten wohl, wir passen nicht auf. Ziele! Wartet, sobald die Luft rein ist. Ich will beide haben. Bereit? Dann der Treffer. Wir kriegen sie! Das waren alle. Hier ist Schluss für euch, Fremde. Das Ding wird eine Maschine rufen. Okay, ich glaube, es ist geschafft.
Hier. Die Tür ist zu, aber der letzte Rebell hatte einen Schlüssel. Befreit durch Karja? Wurden wir nicht schon genug gedemütigt? Sie sind nicht schuld, dass ihr in eurem eigenen Kerker gesessen habt. Ich suche Informationen zu einer Karja-Soldatin. Sie könnte vor 5 Jahren hier eingesperrt gewesen sein. Sie hieß Nessa. Die Karja Nessa ist hier gewesen. Ich habe sie getötet. Nessa? Ich komme schon klar. Sichert das Gelände. Du bist es, oder? Nessa, wie... Ich wieso? Bin Ritaka. Um das klarzustellen. Du warst Nessa. Du wurdest während der roten Raubzüge hierher gebracht und wurdest eine Tenakt? Die Karja verbieten Frauen, zur Armee zu gehen. Ich habe mich immer verstellt, mich dafür geschämt, wer ich bin. Doch die Tenakt messen einen Soldaten nur an seiner Entschlossenheit. So nahm ich meinen Platz unter ihnen ein. Ness... Ritaka, ich habe 5 Jahre um dich getrauert. Wieso hast du mir nicht gesagt, dass du lebst? Ich hatte ein neues Leben. Ich wollte nicht zurück. Nicht einmal zu dir, Amadis. So wie Amadis über euch gesprochen hat, dachte ich, er bedeutet dir noch was. Das war vor 5 Jahren. Ich habe dich nicht im Stich gelassen. Vor der Schlacht flehte ich Gedir an, den Angriff abzublasen. Doch natürlich hörte er nicht. Schließlich brachte ich ihn um. Er hatte nichts anderes verdient. Ich rannte zum Schlachtfeld und suchte dich. Aber als ich dort eintraf, warst du schon fort. Das wusste ich nicht. Aber selbst wenn, ich trauerte und zog dann weiter. Wenn du als Gefangene hierher kamst, wie wurdest du eine Tenakt? Ich wusste, es war nur eine Frage der Zeit, bis die Tenakt mich und die anderen Gefangenen umbringen. Eines Tages stand einer ihrer Soldaten vor meiner Zelle. Er fragte, wieso eine Frau für den verrückten Sonnenkönig kämpfe. Als er sprach, sah ich, dass er einst ein Karja war. Verscharf. Ich hörte, dass er bei der Gesandtschaft fiel. Er verdiente einen besseren Tod. Die anderen Häftlinge verurteilte er zum Tod, doch er überzeugte die Tenakt, mich ums Leben kämpfen zu lassen. Ich gewann durch Blut und Klinge. Ich wurde Ritaka und blickte nie zurück. Du warst bereit, dich zu verkleiden, um in der Karja-Armee dienen zu können. Vermisst du gar nicht, Karja zu sein? Nein. Die roten Raubzüge haben mir gezeigt, dass die Karja ohne Ehre kämpfen. Als meine Kameraden und ich hier eingesperrt wurden, wussten wir, dass uns niemand suchen würde. Das hätte ich, wenn ich's gewusst hätte. Es ist besser so. Ich merkte, unter meiner Karja-Rüstung floss das Blut einer Tenakt. Und wie kam es, dass du als Tenakt wieder als Gefangene hier gelandet bist? Mein Trupp hatte Befehl, die Fäulnis von Regalas Rebellen zurückzuholen. Wir scheiterten. Bei so viel Hass von Regala für die Karja überrascht es mich, dass man dich am Leben ließ. Du hast recht. Hätten sie es gewusst, wäre ich tot. Doch nur wenige Tenakt wissen noch, wer ich einst war. Was hast du jetzt vor? Ihr habt die Fäulnis zurückerobert. Und mein Trupp sorgt dafür, dass das so bleibt. Und das war's? Nach allem, was wir durchgemacht haben? Das ist der Abschied? Es muss sein. Mein Platz wird immer hier sein. Und dein Platz ist im Osten. Tut mir leid, dass du gelitten hast. Du hast nicht verdient, was dir die letzten 5 Jahre gebracht haben. Ich sorge dafür, dass ihr das Tiefland sicher verlassen könnt. Betrachtet das als Nessas letztes Lebwohl. Jetzt weißt du zumindest die Wahrheit. Irgendwie schmerzt das mehr. Du denkst bestimmt, ich bin ein Idiot. Nein, nur dass du dir über vieles klar werden musst. Ich bring dich zurück ins Sonnenreich. Und dann... Ich weiß nicht. Talana, ich... verstehe. Tut mir leid, dass das passiert ist. Mir auch. Gib mir und Aloy einen Moment.
Alles in Ordnung? Um ehrlich zu sein, nein. Was geschieht jetzt mit euch beiden? Keine Ahnung. Er muss sich wohl über all die Gefühle klar werden. Und ich werde niemandes zweite Wahl sein. Ich möchte dir das hier geben, weil du zu mir gestanden hast. Kein Habicht kann eine bessere Drossel haben. Oder eine bessere Freundin. Also, das war's dann wohl. Du gehst zurück nach Osten. Ich denke, ich bleibe noch etwas in Fahrlicht, bevor ich nach Meridian zurückkehre. Wenn ich deinen Weg dorthin führen sollte, besuch mich. Werde ich. Gute Reise, Talana. Ich sollte sie besuchen, wenn ich das nächste Mal in Fahrlicht bin. Sie scheint eine starke Schulter zu brauchen. Möge deine Klinge strahlen. Deine Zeichen sind wahrhaftig. Da kommt der Karos Streiter. Der alten Welt. Was wohl im Inneren ist. Möge Regalas Rebellion ist noch nicht vorbei. Regala wird ihre Truppen sammeln. Hey, das habe ich gesehen. Du hast Ehre erlangt. Ein Koch weiß sicher, was man daraus machen kann. Du gehst erhobenen Rebellen. Er hatte seine Truppe getötet. Was? Warum ich? Aber er hat doch jahrelang mit ihnen gedient. Wenn du weitergehst, verpasst du ein gutes Geschäft. Deine Klinge scharf sein. Willkommen, Fremde! Wenigstens ist sie kampfgemäß gekleidet. Wir sollten unsere Verteidigung. Wir würden unsere Klinge vereint sein. Ich bin Mutter. Psst, sie kommt wieder. Ruh dich aus. Behalte sie im Auge. Ist sie krank? Du bist Aloy, nicht wahr? Begleite mich. Ich bin Ateka, Kommandantin des Tiefland-Clans. Das Mädchen, Zella, sie hat eine Blutjochvergiftung. Seit Monaten verseucht es unser Wasser und verdirbt Essen und Trinken. Wir haben gelernt, einigermaßen damit zu leben. Doch kürzlich, einfach so, verschwand dieser Dreck fast ganz aus dem Tiefland. Nur ein Fluss ist noch rot, wie ein Aderabzweig eines Kadavers. Also ist das Wasser hier noch giftig? Ganz genau. Mein bester Trupp, geführt von Zellas Mutter, sollte die Quelle suchen. Sie sind nicht zurückgekehrt. Hikaru erzählte, wie du in der Kulrut ein Stück des Throns auf Regala fallen ließt.
Du hast ihn gerettet. Leih mir deine Kraft. Gemeinsam finden wir meinen Trupp und die Quelle des Gifts. Du kennst Hikaru offenbar ziemlich gut. Er war mein Kommandant, bevor er Häuptling wurde. Ich diente in seinem Trupp, als wir beide noch sehr jung waren. Damals war er ein gnadenloser Kriegsfürst. Entschlossen, jeden Feind des Tiefland-Clans zu vernichten. Ich war bei ihm, als er den Hain eroberte. Stand draußen Wache, als er drinnen den Thron bestieg. Er kam als Eroberer, doch kehrte mit dem Ziel zurück, das ewige Blutvergießen zwischen den Clans zu beenden. Weil er Faradays Botschaft sah. Ja. Die Vision veränderte ihn, gab ihm ein neues Ziel. Er wurde der erste Häuptling, Herrscher aller Tenakt, und ließ den Clan gegen die Maschinen kämpfen, statt gegeneinander. Wenn du Hikaru so nahe stehst, wieso bist du kein Marschall? Wollte ich, doch Hikaru brauchte einen vertrauenswürdigen Anführer für seinen alten Clan. Den Wüsten- und den Himmelsclan unter Kontrolle zu halten, ist schwierig genug. Doch der Titel war kein Geschenk. Ich kämpfte für die Ehre, gemäß unseren Riten. 5 Tage, voller Narben und Blut. Zur letzten Dämmerung war ich übrig. Die neue Kommandantin. Fast 20 Jahre ist das schon her. Dieses Blutjoch, nennt ihr so die roten Algen? Ja. Vor ein paar Jahren war es nur ein schmaler roter Streifen im Fluss. Aber mit der Zeit wuchs es zum andauernden Gift. Wer das Wasser trinkt, wird krank. Unsere Fische starben ab. Doch kürzlich, einfach so, wurden die Flüsse wieder klar. Alle bis auf einen. Darum siecht mein Volk weiter dahin und schwächt den Clan. Ich helfe dir mit dem vermissten Trupp. Gut. Ich breche jetzt auf. Je länger sich das Blutjoch hält, desto länger leidet mein Volk. Wir folgen dem Roten Fluss, wie es auch der Trupp getan hat. Vielleicht entdecken wir irgendeine Spur. Bereit? Brechen wir auf. Wir beginnen an der Mündung des Roten Flusses. Hier lang. Monatelang sah ich zu, wie vom stärksten Krieger bis zum kleinsten Kind jeder vom Blutjoch krank wurde. Als sich die anderen Flüsse klärten, schien sich das Blatt endlich zu wenden. Dass diese Hoffnung starb. Hey, wir werden die Ursache finden. Wir müssen. Damit kann ich meinen Beutel auffüllen. Das ist die Mündung des Flusses. Folgen wir ihm flussaufwärts, finden wir die Quelle des Gifts. Und hoffentlich den Trupp. Ich werde dir folgen. Meine Maschine. Vor kurzem erledigt. Wer diese Maschine erlegt hat, war präzise. War sicher der vermisste Trupp. So zielsicher wie die Zehen. Und das Blut. Man hat den Kampf nur knapp überlebt. Der Trupp ist sicher weiter. Gehen wir flussaufwärts.
Klingt wie Kämpfen. Der Druck könnte in Schwierigkeiten sein. Tenakt-Soldaten, das ist der Trupp. Wir müssen diese Maschinen erledigen. Feuer wird hier nicht helfen. Dann mal los. Verstärkung ist da! Hierher. Jetzt bin ich auf alles vorbereitet. Kommandantin, Streiterin des Häuptlings, eure Hilfe kam wie gerufen.